Hallo und willkommen zu diesem Video. Schwifty geht es um den PVC-Boden im Bus. Und diese schöne Fläche handelt es sich. So clean war es schon lange nicht mehr. Das Klappbettsofa war ja irgendwann da eingebaut, das habe ich ausgebaut und musste da vieles ändern, weil ich habe das zu Beginn integriert ins Fahrzeug. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt diesen PVC-Boden einlege, das so rundherum zu schneiden, ist vielleicht nicht so ideal, wie wenn das Möbelstück näher drauf steht und die Schubladen oder halt beziehungsweise die Schrankfächer auch den Boden haben von dem PVC anstatt dieses Holz. Deswegen habe ich es ausgebaut, musste ein paar Sachen ändern und es ist gut geworden. Wenn das komplett fertig ist, das habe ich jetzt schon geschliffen und das wird auch angemalt, dann kann das endlich wirklich fertig eingebaut werden. Ich weiß, es ist schon fast 2 Jahre her, dass ich den Bus habe, aber ich habe ja gesagt, das ist ein sehr schleppendes Projekt, ne, was lange dauert. So, schnell gesagt, warum PVC und kein anderes Element? Einmal der Holzboden, den man hier sieht, war für mich jetzt nicht so optisch schön. Man sieht da hinten, da waren mal Löcher gewesen. Sieht man das überhaupt auf die Kamera? Ja, doch, dann. Da waren Löcher, ich weiß nicht warum. Ich habe das ja so gekauft. Habe die jetzt zugespachtelt mit Holzspachtel. Da zeige ich euch. Damit hatte ich schon mal eine Tür repariert gehabt. Das ist echt ein super Zeug, also das ist wirklich auch stabil. Ich will jetzt eigentlich keine Werbung für die machen. Aber das ist Molte Holzreparaturspachtel. Finde ich gut, kann ich von mir persönlich aus empfehlen. Und dann habe ich das zugespachtelt, abgeschliffen, gestern dann fertig ausgesaugt, durchgewischt, damit die Späne weg sind, damit nachher der Kleber besser hebt für den PVC-Boden. Und zwar mit doppelseitigem Klebeband, nehme ich das hier von Tesa, extra strong, sollte gut kommen, ist auch nicht so dick. Ja, wie hoch ist das? Sehr schmal. So, und jetzt noch mal kurz, warum ich PVC nehme und keinen anderen Untergrund. Wie gesagt, das, was drin war, gefällt mir optisch nicht. Laminat war zuerst meine Idee gewesen, aber Laminat ist doch relativ breit. Und hier so ein PVC-Boden. Könnt ihr schon mal das Muster sehen, vielleicht ein bisschen. Ist relativ dünn. Ist dünn, flexibel, kann man sehr gut zuschneiden. Dafür reicht ein Teppichmesser. Da habe ich mir ein schönes gegönnt, dieses gute Prachtstück hier. Sollte gut kommen damit. Dann haben wir PVC-Boden, ist wasserbeständig oder wenn jetzt Wasser auslädt, um runter, kann ja aber passieren. Laminat muss man natürlich ein hochwertiges Material dafür nehmen, dass die auch wasserbeständig sind und das geht mir ins Geld. Hier haben wir 2 Meter auf 3,50 Meter Rolle. Gezahlt habe ich, weiß ich gar nicht, müsste ich jetzt nachschauen. Moment. Gekostet hat mir das gute Stück 76 Franken. Aus dem Hornbach in der Schweiz. In Deutschland wäre es wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Wechselkurs und bla. Finde ich jetzt nicht so teuer. Laminat wäre günstiger, glaube ich, gewesen. Wenn man rechnet, Quadratmeter vielleicht 6 Euro. 6 Quadratmeter, ja, vielleicht die Hälfte, was man an Laminat ausgibt. Aber da war es mir wichtig, vielleicht lieber doch sowas zu nehmen. Und es hat auch eine schöne Farbe. Sag ich mal, fangen wir jetzt damit an und verlegen das gute Stück. Bevor man anfängt zu kleben, muss man erst das Ganze auslegen, grob zuschneiden. We'll be right back.
Das Wunder ist vollbracht. PVC-Boden liegt drinne. Sieht halt nicht schön aus. Die Verarbeitung war okay. Ne? Das Schneiden geht eigentlich gut, aber PVC-Boden reißt sehr schnell. Wenn man jetzt einen Schnitt macht, zum Beispiel hier am Radkasten, da muss man echt aufpassen, dass wenn man den drückt und zerrt, den PVC-Boden, dass er dann nicht die Naht, wo man halt reingeschnitten hat, dass das nicht weiter aufreißt. Das ist mir passiert, aber es ist an einem Punkt, wo man es nicht sieht, also ist es okay. Fürs erste Mal PVC verlegen in meinem ganzen Leben, bin ich mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Hat einen viel hochwertigen Eindruck jetzt, wenn man da so reinschaut. Ich zeige euch gleich nochmal eine schöne Aufnahme. Die Kanten da hinten, schaut jetzt so. Da vom Einstieg habe ich schön von der MDF-Platte nachgeschnitten. Sieht echt cool aus, also bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich das so gut hinbekommen habe. Es soll aber trotzdem noch so eine Zierleiste in so ein L-Profil rankommen. Ich muss aber noch schauen, was für Material ich da nehme, weil ja, vielleicht gibt es irgendwie so ein Aluminium dafür oder wahrscheinlich Kunststoff. Müsste ich mich schlau machen und nachschauen. Aber es hat Zeit, das war das Wichtigste, dass es erstmal so fertig ist und drin liegt. Verklebt habe ich nur an den Stellen hinten. Ja. So, hier habe ich verklebt. Also mit diesem doppelseitigen Klebeband und da hinten, wo der Einstieg ist. Jetzt versuche ich das mal hier so zu zeigen mit dem Finger. Hier, da. Und dann hinten noch die Stirnwand. Da, so, so lang. So. Da habe ich geklebt. Und alles, was da ganz links ist vom Bus, da habe ich das nicht verklebt, weil wo soll das denn hingehen, wenn nachher da die Konstruktion wieder drauf steht? Das ist ja verschraubt und dann passt das schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen und jetzt seht ihr noch ein bisschen Aufnahmen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Nesbite. Bevor wir den PVC-Boden legen können, müssen wir erstmal grobe Löcher noch zuspachteln. Gehört das dazu? Hier habe ich so einen Haken abgeflext. Das war so einer gewesen, der hätte gestört, den brauche ich eh nicht. Und hier ist noch eine Halterungsschraube für die Platte. Da musste ich hier eine Auskerbung machen und die Schraube tiefer setzen. Das wird auch gespachtelt. Und was die Löcher mal waren, weiß ich nicht wozu. Aber die werden auch jetzt erstmal ganz einfach ein Holzspachtel zugemacht. Zum Spachteln braucht man nicht viel. Wir nehmen hier Molteholz Reparaturspachtel. Der ist für gröbere Sachen. Es gibt auch noch einen feinen, aber wir brauchen jetzt hier die großen Löcher zum Zumachen. Da habe ich mal einen schönen neuen Spachtel gegönnt. Einer, der nicht rostet. Und das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Wir müssen es von der Tube dann nur noch rausdrücken, das Zeug. Schön abziehen mit dem Spachtel und dann trocknen lassen und abschleifen. Und so sieht das Ganze aus. Geschliffen. Haben wir ein paar Punkte. Die wir alle schön Babypopo weich gemacht haben. Das heißt, es aussaugen, wischen, warten und morgen kommt der PVC-Boden rein.